Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ich will Ihnen gestehen, auch in unserer Fraktion gab es dazu lebhafte Diskussionen, mehr als vielleicht das Thema hergibt. Es gab alle Meinungen zu dieser Antragsformulierung, die die Piraten hier vorgelegt haben. Wir haben uns am Ende hier entschieden, uns zu enthalten, kommen dem dann vielleicht auch in der Fraktion am nächsten. Der Antrag beschreibt vorliegendes Recht, auch wenn er suggerieren will, dass er eine Revolutionierung des Rechts auf Fotografieren, dass das stattfinden soll. Es darf überall fotografiert werden, auch die Gesetze, die für die Grünanlagen in Berlin gelten, schließen es nicht aus, privat zu fotografieren. Und deshalb meinen wir, dass die Beispiele, die es durchaus gibt, hier nicht durch eine Gesetzesänderung verändert werden müssen, beziehungsweise dass man die nicht klären kann. Das wird es immer geben, Einzelfälle, wo es eine gerichtliche Auseinandersetzung gibt. Und ich kann mich da dem Kollegen Zimmermann eigentlich anschließen. Wir sehen keine Veranlassung, hier gesetzlich etwas zu regeln. Sie selbst schreiben ja, dass es eine Genehmigungspflicht für kommerzielle Angebote geben soll. Also haben Sie selbst schon Einschränkungen vorgenommen. Also aus der Sicht ist es für uns nicht ersichtlich, hier auch politisch aktiv zu werden, und wir werden uns an dieser Stelle enthalten. Dann haben Sie es schlecht dargestellt, Herr Delius. Lesen Sie es einfach noch mal durch. Der erste Satz lautet: Der Senat wird aufgefordert, sicherzustellen, dass das Fotografieren und Filmen in öffentlichen Parks des Landes Berlin grundsätzlich erlaubt ist. Das ist es. Im Grünanlagengesetz steht nichts, was dem entgegenspricht. Also Sie sollten dann besser in Ihrer Argumentation sein, Herr Delius. Seien Sie jetzt nicht eingeschnappt.